Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 4 der Reihe über Göttinnen und Götter, Geister und Dämonen und große Magier. Heute geht es um Aphrodite und eine griechische Göttin, so wie sie uns von der großen Lyrikerin Sappho geschildert wird. Als erstes lese ich Ihnen ein Gedicht Sapphos vor, eine Art Gebet an die große Göttin Aphrodite. Auf schillerndem Thron, unsterbliche Aphrodite, listiges Zeuskind, ich bestürme dich, nicht mit Gram und innere Leere brich mir, Herrin, das Herz. Nein, wenn du jemals mein Rufen vernahmst, wie von weit her, dann eile zu mir, das goldene Haus deines Vaters verlassend. Hochgeschirrt war dein Wagen, Spatzen zogen ihn zum dunklen Erdenrund, flugs vom Himmel hoch hin durch den Luftraum. Geschwind ward ihr, du Selige, ein Lächeln auf ewigem Angesicht, frugst, was ich litte, dass ich dich wiederum riefe. Was wollte mein rasendes Herz so sehr, dass es geschehe? Wen wünschst du diesmal zugeführt in deine Liebe? Wer tut dir Sappho weh? Flieht die Person, folgen muss sie. Verschmäht deine Gaben, schenken wird sie. Liebt dich nicht, geschwind muss sie lieben, auch wenn sie nicht will. Komm zu mir auch heute, aus schweren Nöten erlöse mich. Was ich wünsche, das gewähre. Du aber sei mir Kameradin. Wunderschönes Lied, Gebet auf die große Göttin Aphrodite. Die Lyrikerin Sappho wurde geboren zwischen 630 und 612 vor Christus, eine große Zeitspanne, und ist gestorben um 570 vor der Zeitenwende. Sie lebte auf der Insel Lesbos, in der Nordägäis, in Mytilene. Und die erotische Liebe hat in ihren Gedichten eine große, große Rolle gespielt und damit eben auch die Göttin Aphrodite. Nach heutigen Schätzungen sind nur etwa 700stel ihres Gesamtwerkes erhalten geblieben. Das hat bestimmte Gründe, auch nämlich Diffamierungen, die dann vor allem in der christlichen Zeit gegen sie geäußert wurden. Es hat sehr viele Legenden um diese Dichterin herumgegeben, aber man weiß, dass sie aus einem alten mytilenischen Adelsgeschlecht stammte und dieses Geschlecht musste aus politischen Gründen dann eine Weile nach Sizilien fliehen. Schließlich kehrte sie 591 vor Christus nach Lesbos zurück und hat dann eine Schule eröffnet für junge Mädchen vornehmer Herkunft, die sie unterrichtete. Und zwar in den Fertigkeiten, die eine junge, adlige Frau brauchte, um zu heiraten. Also Poesie, Musik, Gesang, Tanz, Auftritte bei Festen zu Ehren der Götter. Es heißt, dass sie einen reichen Kaufmann geheiratet hat, vielleicht von der Kykladeninsel Andros. Und sie hatte eine Tochter namens Kleis, die sie sehr geliebt hat und die sie auch in den Gedichten immer wieder anspricht. Sie sei blonder als das Fackellicht gewesen. Der Ehemann soll Kerkylas geheißen haben. Es gibt eine Legende um sie, dass sie sich aus unerwiderter Liebe zu Faun von einem Felsen gestürzt habe. Aber das ist ein Mythos, in dem es auch um Schönheit geht und ja, die Liebe zu Göttern. Sie hat ein Griechisch gesprochen, einen äolischen Dialekt, der besonders
liebreizend klingen soll, eine sehr sangliche Form des Altgriechischen gewesen sei, was eben ihre Lyrik, ihre Liebeslyrik dann auch sehr gefördert habe. Die antiken Dichter, viele von den antiken Dichtern haben sie sehr, sehr bewundert. Sie war ein Vorbild für Horaz. Catull war von Sappho beeindruckt. Platon hat ihre Lyrik sehr geschätzt und hat sie sozusagen auch zur 10. Muse erhoben. Und im späten 18. Jahrhundert hat Friedrich Schlegel gesagt, hätten wir wirklich sämtliche sapphischen Gedichte, würden wir uns vielleicht niemals an Homer erinnern. Sie beschreibt in ihren Gedichten die Schönheit ihrer Freundinnen, ihrer Schülerinnen, auch ihrer Tochter Glees vor allem. Und sie huldigt der Liebe, sie huldigt der Göttin Aphrodite. Und das hat sie in so sinnlich warmen Tönen gemacht, dass dann die spätere Zeit, vor allem das Christentum, sie diffamiert hat aufgrund einer sogenannten Homosexualität. Damals, bis weit ins 20. Jahrhundert, war das ja noch eine Möglichkeit, jemanden zu diffamieren, wenn man sagte, er sei homosexuell. Und von dieser Diffamierung stammt dann eben der Begriff der lesbischen Liebe, die auch sapphische Liebe genannt wird. Sappho hat Hochzeit- und Liebeslieder geschrieben, Götter, Hymnen, die in insgesamt 9 Büchern gesammelt wurden, aber dann eben auch leider Gottes verloren gegangen sind, aufgrund auch der Diffamierung, die diese Frau erlebt hat. Diese Lieder wurden waren Musik, also keine Gedichte allein, sondern Texte, die gesungen wurden, die mit Instrumenten begleitet wurden und zu denen auch getanzt wurde. Die Musik, eine von griechisch Nomos, Gesetz, Musike, gehörte zu den Musen und war eine Disziplin, die man mit Gesetzmäßigkeiten und Ordnung verband. Also in gewisser Hinsicht eine wissenschaftliche Disziplin. Da die griechische Sprache eine sehr rhythmische Sprache ist, auch wenn sie gerade gesprochen wird durch die Akzente, wird Lyrik, die nun in bestimmten Versformen einherkommt, verbunden mit verschiedenen Emotionen. Je nachdem, was für ein Versmaß gewählt wird und wie das Lied nun geformt ist, wird es verbunden mit heroischen Gefühlen, kriegerischen Gefühlen, mit Frohsinn, aber auch mit Tollheit oder eben auch mit Liebe. Und Sappho soll eine Tonart entwickelt haben, die man als sehr empfindsam und sehr emotional beschrieb, das sogenannte Mixolydische. Und Aristoxenes hat behauptet, Sappho habe diese Tonart erfunden und die tragischen Dichter wiederum hätten von ihr gelernt, das Mixolydische als eine Tonart, die eben zur Tragödie passt. Begleitet wurde der Gesang von Instrumenten, zum Beispiel der Lyra, die mit einem Plektron angeschlagen wurde, oder der Kithara oder eben auch den Aulos, zwei Röhren bestehende Flöte, die
vor allem bei Trinkgelagen und auch beim Hochzeitszug erklang, da in Oktavabstand, und die wie ein menschliches Wesen geklungen haben soll, was zu diesen sehr emotionalen Festen eben doch passt. Dann gibt es noch die Magadis, ein Saiteninstrument, und diese Instrumente hat Sappho ihren Schülerinnen eben auch gelehrt, weil sie auch zu den zahlreichen Hochzeitsliedern passen, die für diese jungen Frauen wichtig wurden. Schreibt ein Autor des vierten nachchristlichen Jahrhunderts über die Lesbierin Sappho und ihre Liebe zu Aphrodite folgendes: Das Fest der Aphrodite auf der Lyra zu besingen und die Brautgemächer danach zu richten, war der Lesbierin Sappho übertragen worden. Also betrat sie nach den Wettgesängen, denn auch die Brautzimmer, sie knüpft den Vorhang, richtet das Brautlager, versammelt bestimmte Mädchen im Brautgemach, ruft Aphrodite herbei auf einem Wagen der Chariten, begleitet von einer Schar spielender Eroten. Und ihr hat sie das Haar mit Hyazinthen hochgesteckt, bis auf das, was in der Stirn gescheitelt wird. Das Übrige lässt sie frei im Wind flattern, falls der daran zausen möchte. Den Eroten aber hat sie die Flügel und Locken geschmückt mit Gold und treibt die vor dem Wagen herziehenden Begleiter, die Feuerfackeln hochschwingend, zur Eile an. Das Fest der Hochzeit, begleitet von Aphrodite und ihren erotischen Begleitern. Und darüber gibt es ein Gedicht an die Aphrodite, das in Fragmenten noch erhalten ist. Ich lese es Ihnen vor. Herab vom Himmel steige, komm hierher nun zum unbefleckten Heiligtum von Kretern, in einen schönen Hain von Apfelbäumen, darin auf den Altären Weihrauchwolken verwehen. Hier murmelt unter Apfelzweigen ein kühler Quell, und Rosensträucher spenden Schatten aller Orten, von zitternden Blätterspitzen tropft Seligkeit herab. Hier grünt die Pfährzweide, frühlingshaft und satt, und Pimpinellen duften süß wie Honig. Die Griechen haben die Göttin Aphrodite bezeichnet als die das Lächeln liebende Philomeides. Sie ist die, die auf dem Schaum wandelnde, auch die Schaumglänzende, von Aphros, Schaum, die Herrin und Fürstin der Liebe. Homer berichtet, dass Aphrodite das Kind des Zeus und der Himmelsgöttin Dione gewesen ist, begabt mit den Eigenschaften der Schönheit, Klarheit und Heiterkeit. Und Hesiod berichtet eben über ihre Geburt, dass Zeus sich gegen seinen Vater, der ihn übel wollte, gewehrt hat und nun aus einem Hinterhalt heraus den Vater angegriffen hat. Mit der Linken hat er eine Sichel gefasst und mit der Rechten hat er seinen Vater gepackt am Geschlechtsteil und ihm das Geschlechtsteil abgeschnitten. Und so von der Feste in die viel wogende See geworfen, trieb es dahin lange Zeit. Ringsum aber erhob sich weißer Schaum aus dem unvergänglichen Gemächt. Und in dem Schaum wuchs ein Mädchen heran. Zuerst trieb es nahe an das hochheilige Kythera. Von da kam es dann zum ringsumbrandeten Kypros. Und so wächst nun Aphrodite heran, die aus dem Schaum geborene Kythereia, weil sie sich Kythera nahte,
und im viel umwogten Kypros geboren wurde. Und Hesiod sagt: Und man nennt sie die das Lächeln Liebende oder die das Gemächt Liebende, Philomedes, weil sie aus den Geschlechtsteilen erschienen ist. Ihr gibt Eros das Geleit und Himeros die Sehnsucht folgt ihr. Das ist ein Wortspiel zwischen den Worten, den griechischen Worten Philomedes und Philomides. Und Hesiod macht eben aus der Lächelnliebenden die Schwanzliebende Aphrodite. Ihre Lieblingsinseln sind Zypern und Kythira und ihr Wahrzeichen oder einer ihrer Lieblingsbegleiter ist der Delphin, was eben dieser maritimen Sphäre entspricht. Auch die Muschel, man sieht sie ja oft auch auf den Bildern in einer Muschel stehend, was dann zu Spekulationen geführt hat, ob es sich eben auch bei dieser Muschel letztlich um diese oft ja, der Form der Muschel um eine Anspielung auf das weibliche Geschlechtsteil handle. Aphrodite wurde verheiratet mit Hephaistos und hatte einen außerehelichen Kontakt mit Ares. Beides Kinder von Hera und Ares auch gemeinsam mit Zeus. Es ist gibt eine wunderschöne Stelle bei Homer, in dem geschildert wird, wie Aphrodite sich verbindet mit Ares und von den Göttern überrascht wird. Ihr Gatte Hephaistos hat ein Lager entwickelt, das die Liebenden mit eisernen Banden bindet, fesselt, sodass sie den Blicken der Götter preisgegeben sind und die fangen an zu lachen, als sie die beiden eben im Geschlechtsakt überraschen. Und dieses Gelächter, das nennt man das sogenannte homerische Gelächter. Das ist eine ganz be bekannte Anekdote, ein bekannter Mythos über Aphrodite. Ares zeugt einen Sohn mit Aphrodite, den Eros, der ja nun wirklich ein gefährlicher Gottessohn ist, dessen Macht niemand, kein Mensch und auch kein Gott entkommen kann. Aphrodite ist eine Gebieterin über die Tier- und Pflanzenwelt, eine Spenderin des vegetativen und animalischen Lebens. Nicht nur der Delphin, sondern auch der Sperling gehören zu ihr, die Taube, der Schwan und die Nachtigall. Man hat Aphrodites Liebe zu den Nachtigallen auch beschrieben als Nachtigalljunge füttern. So, das ist sozusagen sprichwörtlich geworden bei den Griechen. Und vergiss dabei, dass ein Dichter, Dichter Archilochos von der Insel Paros stammend und vor Sappho lebend, das Geschlecht der Frau Nachtigalljunges genannt hat. Und von daher kann das eben auch eine sehr erotische Anspielung sein, wenn man sagt, Aphrodite liebte es, die Nachtigalljunge zu füttern. Ihre Lieblingspflanzen sind die Rose, der Apfel, die Myrte, Nuss, Zypressen, Granat und der Mohn. Und sie liebt Veilchen. Und veilchenbusig hat man auch Sappho, hat Sappho auch Aphrodite des Öfteren genannt, eben diese Blume, die ihren Busen schmücke. Sappho, eine große Dichterin, leider nur in sehr wenigen Fragmenten
enthalten, was eben durch ihre Diffamierung in der, vor allem in der christlichen Zeit auch herrührt. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch einmal dieses Gebet der Sappho gerichtet an die unsterbliche Aphrodite lesen, in der sie die Göttin um Hilfe bittet, in der sie die Göttin darum bittet, dass sie ihr den Geliebten zuführt. Und das ist ein wunderschönes Gedicht. Ich lese es Ihnen noch einmal vor. Auf schillerndem Thron, unsterbliche Aphrodite, listiges Zeuskind, ich bestürme dich, nicht mit Gram und innerer Leere brich mir, Herrin, das Herz. Nein, wenn du jemals mein Rufen vernahmst, wie von weit her, dann eile zu mir, das goldene Haus deines Vaters verlassend. Hochgeschirrt war dein Wagen, Spatzen zogen ihn zum dunklen Erdenrund, flugs vom Himmel hoch hin durch den Luftraum. Geschwind ward ihr, du Selige, ein Lächeln auf ewigem Angesicht frugst, was ich litte, daß ich dich wiederum riefe. Was wollte mein rasendes Herz so sehr, daß es geschähe? Wen wünschst du diesmal zugeführt in deine Liebe? Wer tut dir Sappho weh? Flieht die Person, folgen muß sie. Verschmäht deine Gaben, schenken wird sie. Liebt dich nicht, geschwind muß sie lieben, auch wenn sie nicht will. Komm zu mir auch heute, aus schweren Nöten erlöse mich. Was ich wünsche, das gewähre. Du aber sei mir Kameradin.